Weltpremiere, zum ersten Mal seit es den Aktienfinder gibt, gibt es in diesem Video einen vollständigen Einblick in das Firmendepot des Aktienfinders. Ich zeige dir, wie wir investieren, welche Aktien wir gekauft haben, wo es läuft, wo die Herausforderungen bzw. die Probleme sind. Ein Echtgelddepot mehr, das ihr euch anschauen könnt. Mein Name ist Thorsten Tiete, geht ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien mit unterschiedlichen Anlagestrategien, aber immer wollen wir von langfristig steigenden Kursen und gegebenenfalls auch Dividenden profitieren. An der Stelle noch ganz wichtig, keine Kauf-, keine Verkaufsempfehlung. Und dann geht es auch schon los. Ich habe ganz kurz schon erwähnt, es gibt unterschiedliche Anlagestrategien und wir haben ja bereits zwei Echtgelddepots hier, das Starterdepot und das dicke Dividendendepot. In diesen beiden Depots führen wir eine Dividendenstrategie aus. Hier geht es um hohe Dividenden, von Anfang an hohe Dividendenrenditen. Im Starterdepot geht es dann um hohes Dividendenwachstum. Laufen beide sehr gut, aber das ist für den einen oder anderen Zuschauer sicherlich bereits ein alter Hut. Wer es noch nicht kennt, lasst euch gerne inspirieren. Ist absolut transparent, kostenlos einsehbar. Und du siehst hier genau, wie wir investieren, wie hoch unser Marktwert ist auf die Position, Gewinn, Verlust etc. pp. Jetzt das dritte Depot. Das habt ihr noch nie gesehen. Niemand hat das gesehen, wahrscheinlich außer mir und ganz wenige Eingeweihte. Und zwar haben wir jetzt eine andere Strategie. Hier geht es nicht um eine Dividendenstrategie, weder Dividendenertrag noch Dividendenwachstum, sondern hier geht es um Kursgewinne. Das ist also eine lupenreine Wachstumsstrategie. Entsprechend haben wir auch ganz andere Aktien im Depot als beispielsweise die 20 Aktien im Dividendendepot oder die 20 Aktien im Starterdepot. Der Grund, warum wir ganz anders investieren, ist steuerlich. Das Depot, das Firmendepot, liegt ja in einer GmbH, Aktienfinder ist eine GmbH und da greift eine ganz andere Besteuerung als bei uns als Privatperson. Insbesondere ist es relativ unvorteilhaft, wenn man in Dividendenwerte investiert. Bei Dividenden bezahlt man 30% Steuer, also ist mehr als die Abgeltungssteuer als Privatperson. Hingegen sind Kursgewinne fast steuerfrei, die unterliegen einer, ich hoffe, ich sage nichts Falsches und an der Stelle jetzt auch, bin kein Steuerberater. Aber meines Wissens unterliegen sie einer Teilfreistellung von 95%. Das heißt, 95% der Kursgewinne sind steuerfrei. Nur 5% muss man mit 30% versteuern, sodass man auf ungefähr 1,5% Steuerlast kommt bei Kursgewinnen in einer GmbH. Während beim Privatanleger wiederum eben auch Abgeltungssteuer dann fällig wird. Das heißt, Kursgewinne zählen im Prinzip mehr als Dividenden oder sind lukrativer als Dividenden in einer GmbH. Das habe ich mir dann auch nochmal groß und breit vom Steuerberater erklären lassen. Vorher hatte ich nämlich auch so eine Mischmasch-Strategie so ein bisschen gehabt im Firmendepot. Da waren auch viele Dividendenaktien drinne gelegen und die habe ich dann mittlerweile verkauft. Ich zeige das mal, müsste jetzt irgendwie hier umspringen. Da sind wir, da ist das Firmendepot, das siehst du auch gleich hier, wie hoch momentan der Marktwert von den bestehenden Positionen ist. Auf Cashbestände kommen wir dann später auch noch zu sprechen, mach's mal ein bisschen größer. Das sind hier die versprochenen 500.000, sogar ein bisschen mehr. Und es gibt ja hier, also bevor ihr jetzt da auf die Seite geht und versucht da reinzukommen, ihr kommt da nicht rein. Das ist versteckt und auch noch zusätzlich passwortgeschützt. Also die Zeit könnt ihr euch sparen. Also wir haben hier relativ viele realisierte Positionen. Und ihr seht, hier sind unter anderem auch viele Chinesen hier dabei. Und die haben wir mittlerweile alle verkauft. Die meisten der Chinesen waren auch Hochdividendenwerte gewesen. Natürlich nicht alle. Alibaba hier mit Verlust nicht. Es sind nochmal Alphabet oder Amazon drin gewesen. Und der ein oder andere, der schon länger bei YouTube ist, dem kommt auch sicherlich die eine oder andere Aktie bekannt vor. Zum Beispiel Apple hatte ich auch mal analysiert gehabt. Oder jetzt kein langfristiges, gutes Investment gewesen. Da hatte ich ein bisschen Glück auch gehabt vom Timing. Andere Aktien wie die chinesischen Dividendenaktien, da habe ich auch mal einen langen Artikel drüber geschrieben. Über China-Aktien, so hast du den Markt im Griff. Habe ich auch selbst so investiert. Hat mal gut funktioniert, bei einigen Positionen weniger gut. Logan Group ins Klo gegriffen, das war ein Griff ins Klo. Tut mir auch leid für diejenigen, die da vielleicht investiert haben. Auch China Tourism Group Duty Free hat nicht funktioniert. Andere wiederum
haben dann recht gut funktioniert, wie du hier sehen kannst. Also bunt gemischt, relativ viele Dividenden. Und das möchten wir jetzt nicht mehr haben. Anfang des Jahres hatte ich mich dann entschieden gehabt, das Depot komplett umzustellen. Von die Dividendenaktien fast alle verkauft, deshalb hier auch in der realisierten Position. Und stattdessen komplett auf Wachstumsaktien zu gehen. Eine Ausnahme gibt es noch, werden wir nachher aber auch sehen. Und dann habe ich natürlich die Herausforderungen, die im Prinzip jeder hat. Und zwar, ihr wisst ja, dass hier können wir in den Markt gehen und bei Bewertung. Es wäre natürlich schlauer gewesen, wenn ich das Ganze schon, diese Umstellung gemacht hätte, ein Jahr früher als der Nasdaq. Hier reinzoomen. Hier ist die Bewertung des Nasdaq. Das ist die Kursentwicklung, beziehungsweise der Indexverlauf stand. Und dann haben wir hier das KGV der im Nasdaq vertretenen Unternehmen. Wäre natürlich besser gewesen, wir hätten das hier zum Jahreswechsel 2022/23 gemacht, als der Nasdaq günstig bewertet war und die Kurse unten, anstatt dann hier zu machen, als das KGV schon wieder auf deutlich über 30 gestiegen ist, von wenigen paar 22, 24. Und da ist natürlich immer die Frage, okay, sollen wir das Ganze jetzt noch wagen, ja oder nein? Und wenn wir es wagen, wie wagen wir es? Das ist, denke ich, ein Beispiel einfach aus der Realität. Man sieht, wie die Märkte gestiegen sind. Man meint, wie man es jetzt besser machen könnte, aber soll man jetzt noch investieren, ja oder nein? Ich habe mich, ihr wisst bereits, dafür entschieden, die Depot-Umstrukturierung anzugehen und das Ganze zu tun. Und wie habe ich das jetzt gemacht? Weil da geht es ja auch um höhere Beträge, obwohl im Prinzip die Märkte ja schon relativ teuer sind. Das Erste, ganz wichtig immer, ich habe auf Qualitätsaktien gesetzt, beziehungsweise ich setze auf Qualitätsaktien. Hier habe ich einen Merkzettel drin und da haben wir hier Aktien für Net GmbH und da kann ich dir jetzt zeigen, das sind die ganzen Aktien, die da drin sind. Das sind also jetzt hier 18 Aktien. Viele von diesen Aktien als Zuschauer hier vom Aktienfinder YouTube-Kanal kommen dir auch bekannt vor. Und ich habe auch immer wieder gesagt, hier, die habe ich jetzt ins Firmendepot gekauft. Und ich zeige dir dann nachher auch, dass es tatsächlich wahr ist. Ich zeige dir dann auch wirklich das Depot bei Interactive Brokers. Dann siehst du quasi auch Gewinn und Verlust etc. Also dranbleiben lohnt sich. Und das sind hier die ganzen Aktien, in die wir investieren. Und du hast hier den Qualitätsscore im Aktienfinder. Und dieser Qualitätsscore fasst ja zusammen, wie gut die jeweilige Aktie geeignet ist für eine der drei idealtypischen Anlagestrategien. Das wäre hier Dividendenertrag, hohe Dividenden, dann hier Dividendenwachstum und dann hier unsere Strategie, die reine Wachstumsstrategie, also Gewinnwachstum heißt das hier. Oft siehst du, dass es für die Dividendenstrategien überhaupt keinen Score gibt. Dann ist eine durchgestrichene Linie, weil diese Unternehmen keine Dividende ausschütten. Und wenn die dann hier, wenn es dann doch einen Score gibt, dann siehst du meistens, dass der Score hier bei Gewinnwachstum am höchsten ist, beziehungsweise er sollte eigentlich immer relativ hoch sein. Und du siehst, das ist im Normalfall, ich mache es noch ein bisschen größer, im Normalfall siehst du, dass es auch so ist. Wir haben hier eine Ausnahme, Realty Income, die habe ich immer noch drin, das heißt als Dividendenaktie. Die habe ich drin, weil erstens die Dividende hoch ist und zweitens, weil sie nicht so stark schwankt und wir haben relativ hohe liquide Mittel noch, die wir also nicht in Aktien stecken haben. Und da dachte ich mir dann, okay, dann behalten wir die einfach erstmal, kassieren da über 5% Dividende, ist mehr, als wir Zinsen kriegen. Und jetzt, wo die Zinsen sowieso fallen in den USA, werden Aktien wie Realty Income noch interessanter. Aber Realty Income auch bei mir im Privatdepot und auch im Digi-Dividenden-Depot, was ja auch mein Privatdepot ist. Also ist halt eigentlich nicht die Strategie hier, aber das ist noch die Ausnahme. Worauf wir natürlich auch explizit ganz stark achten hier, es ist natürlich das hier, das sind die Kennzahlen. Also auf die achten wir nicht, auf die blauen, das sind ja dividendenbezogene Kennzahlen. Interessiert uns hier weniger. Hier aber die Gewinnstabilität und so, da siehst du, dass die Gewinnstabilität bei den meisten Aktien auch sehr hoch ist. Geht ja bis 1, diese Kennzahl. Das heißt, dann läuft der Gewinn wie am Schnürchen, wie am Lineal gezogen nach oben. Und du hast hier ein paar Unternehmen. Wenn ich mal das oder aufsteigen sortiere, dann siehst du hier vier, wo kein Qualitätsmerkmal hier hinten noch ist. Eigentlich sind Qualitätsaktien mit sehr stabil steigenden Gewinn. Das sind vier Stück.
Bei AMD 0,7, BYD auch knapp 0,7, 0,6, Nvidia und Celsius 0,48. Wenn wir die mal anklicken, das sind halt Stories, sage ich mal auch. Nvidia ist ja auch einer der bekannteren. Wenn wir hier das Gewinnwachstum uns anschauen, dann sieht man, dass es lange Zeit als Grafikkarten hauptsächlich in Gaming-Rechnern verbaut worden sind, dass die Aktie keine wirklichen Sprünge gemacht hat. Dann war hier der Mining-Boom und jetzt hier sehen wir die KI-Revolution oder AI-Revolution. Und das sind dann immer auch so ein bisschen Stories. Man sieht, dass sie sich schon hier teilweise manifestiert in außerordentlich hohen Gewinnsprüngen. Und ich persönlich, aber an der Stelle ja keine Empfehlung, gehe davon aus, dass es auch noch so weitergeht. Deshalb die reingekauft, wie ich das gemacht habe, zeige ich dann auch noch. Und bei AMD sieht es ähnlich aus. BYD, Konkurrent von Tesla, der den chinesischen Markt dominiert, auch eine Story quasi und bei Celsius auch. Also es gibt schon noch ein paar Stories, sage ich mal, aber viele Aktien, die sich bereits wirklich auch fundamental bewährt haben durch langfristig stabil steigendes Gewinnwachstum und die machen hier die Mehrheit ganz eindeutig aus, wie man hier schön sehen kann. Was auch noch wichtig ist, um diese Herausforderung, oh, der Markt ist schon gut gelaufen, soll ich jetzt trotzdem noch einsteigen, um diese Herausforderung erfolgreich zu meistern, außer Qualitätsaktien ist selbstverständlich die Diversifikation. Und wir haben also nicht hier nur zwei, drei Aktien, in die wir investieren, sondern hier schon 18. Und ich gehe da noch näher drauf ein. Und das müsste jetzt, das ist nicht hier, hier ist das Ganze. Ich zeige dir jetzt hier erstmal die Gewichte nach Branchen, das ist dann die Diversifikation. Da gibt es dann auch noch eine faustdicke Überraschung, glaube ich. Zunächst einmal siehst du hier, dass die eine ähnliche, sage ich mal, Gewichtung haben. Nicht komplett natürlich, aber wir haben nur eine Position, die über die anderen Positionen, die anderen Positionen ganz deutlich überragt. Und das wäre ein ETF. Ich habe nämlich tatsächlich ein ETF auf den Nasdaq. Das wäre der QQQ, ist das Symbol. In den könnt ihr als Privatanleger nicht investieren, EU sei Dank. Die passt ja wunderbar auf euch auf, damit ihr keine Dummheiten macht, von denen sie denken, dass es Dummheiten wären. Diesen ETF habe ich schon sehr, sehr lange im Bestand und der bleibt auch da. Den hatte ich schon vorher, die Depotumstrukturierung im Bestand. Ihr seht hier Marktwert 117.000 und der ist auch im Plus. Ich habe sogar noch ein bisschen nachgekauft, wissend, dass es hier dann auch einige Doppelungen natürlich gibt. Gerade bei den Dickschiffen wie Microsoft oder Amazon, die sind natürlich auch hier drin, aber damit kann ich leben. Also Diversifikation ist auch sehr wichtig. Hier sehe ich durchaus noch Verbesserungspotenzial. Da ist ja sehr viel Technologie hier drin, naturgegeben. Ich suche immer noch ein paar Aktien, die interessant sind außerhalb des Technologiebereichs, wie beispielsweise Edward Life Science. Oder dann auch hier Sportartikelhersteller oder hier dann die Automobile oder hier die Energy Drinks mit Monster und Celsius. Also ich suche da noch so ein bisschen nach, ist aber gerade bei dieser Strategie nicht ganz so einfach, dann auch noch Aktien zu finden, die wirklich gut in eine Wachstumsstrategie zu passen und auch noch günstig bewertet sind. Das heißt, da liege ich weiter auf der Lauer. Da kann ich mir noch so zwei Aktien vorstellen, in die ich dann noch gerne investieren würde. Auch hier gibt es natürlich eine gewisse Diversifikation. Also eine Netflix läuft ja auch nochmal ganz anders, beispielsweise wie jetzt eine Microsoft oder eine Adobe. Also es gibt hier durchaus auch Diversifikation. Hier haben wir Realty Income drin, habe ich ja schon gesagt. Ein Fremdkörper, genauso wie man auch hier sagen könnte, oh, so ein ETF ist auch ein Fremdkörper, aber das ist eher ein technischer Fremdkörper. Inhaltlich, denke ich, passt das schon sehr, sehr gut rein. Ich habe ja nie gesagt, dass ETFs schlecht seien, sondern die können mit Aktien ganz friedlich koexistieren im selben Depot. Ja, was mache ich noch? Also ich investiere in Qualitätsaktien, ich möchte oder ich diversifiziere auch. Wie meistere ich noch die Herausforderung, dass wir bereits relativ sportliche Kurse teilweise haben? Ich kaufe nicht um jeden Preis. Das habe ich implizit schon gesagt. Und wenn ich kaufe, dann kaufe ich bevorzugt in Tranchen und warte dann, dass die Kurse günstig werden, entweder bei einzelnen Aktien oder natürlich gesamthaft, wenn der gesamte Markt nach unten geht und da habe ich jetzt auch Glück gehabt. Ich zeige euch jetzt hier einen Screenshot. Und das ist ein Screenshot
von Interactive Brokers. Den habe ich am 5. August gemacht und die eingeweihten Experten hier, die wissen, was am 5. August war. Das war eine kleine, aber heftige Korrektur gewesen am Aktienmarkt. Und da bin ich hingegangen und habe dicke eingekauft für fast 100.000 Euro und habe hier Bestände entweder neu oder Positionen entweder neu ins Leben gerufen, wie hier Microsoft beispielsweise oder Amazon und Adobe, die waren komplett neu. Hier sieht man auch die Symbols, wo dann Verkaufsbeschränkungen waren, Leerverkaufsverbot, glaube ich, heißt es dann. Andere Positionen habe ich dann nachgekauft, wie hier Nvidia für 92 US-Dollar, war also schon sehr günstig, Microsoft beispielsweise. Und Adobe, da habe ich dann nachgekauft in den Tranchen. Und so dann entweder die bestehende Position verbilligt oder ja, neue Position ins Leben gerufen. Also kaufen in Tranchen, das wäre quasi das, was Weiteres, was ich tue, um diese Herausforderung, dass wir in hochbewerteten Märkten, die auch noch volatil sind, da jetzt ein Depot aufbauen möchten. Ich habe immer noch Cash-Bestände im Depot und das werde ich euch jetzt auch gleich zeigen, wenn es darum geht, was dann sicherlich auch viel interessiert, ja, wie gut performt denn das Firmendepot, das ist ja immer die Frage. Immer so, schlägst du in den MSCI World oder jetzt müssen wir, schlägst du in den Nasdaq oder etc. Ich zeige es einfach und jetzt kommt es, da ist das Firmendepot tatsächlich. Und ihr könntet hier jetzt gleich sehen, wie hoch die G&V ist. Das wäre jetzt hier die G&V auf den laufenden Bestand. Und hier seht ihr hier noch die liquiden Mittel, also 37-38% Cashquote, fast 40% Cashquote. Und hier könnt ihr dann die einzelnen Positionen sehen. Und den Marktwert seht ihr hier, also sind die 522.000. Und hier ist jetzt der realisierte Gewinnverlust, unrealisierte, Entschuldigung, an die 70.000. Wenn wir hier jetzt mal sortieren, dann sieht man auch die Problemkinder und die Aktien, die unter anderem sehr gut laufen. Und ich gebe euch jetzt mal noch meine drei Aktien, die mir sehr viel Freude bereiten. Das wäre jetzt hier, das ist der ETF. Der hat die höchste Performance, weil ich ihn einfach schon seit mehreren Jahren im Depot habe und auch nochmal nachgekauft habe, sonst wäre die Performance noch höher. Hat also am meisten Zeit gehabt zu steigen sozusagen. Dann hätten wir hier Netflix, wenn ich auch mal nachgekauft habe. Das finde ich eine klasse Aktie, habe ich auch immer wieder gesagt. Ich finde das Management ganz toll. Dann haben wir hier Realty Income lustigerweise als der eine Fremdkörper. Und was ich auch noch sehr gut finde natürlich ist Microsoft, No-Brainer, auch Amazon für mich. Ist das, da ist sie, ist für mich auch ein No-Brainer. Dann haben wir auch so ein paar ja, Problemkinder, sage ich mal. Bei Bechtle habe ich einen Fehler gemacht. Da hatte ich, die ganze Zeit erzähle ich was von Tranchen und da habe ich dann sofort für knapp 23.000 Euro gekauft. Da hätte ich besser nicht tun sollen. Sah damals eben schon recht günstig aus, aber jetzt ist die Aktie nochmal 18% günstiger. Probleme haben wir da halt vor allem wegen Investitionszurückhaltung, insbesondere im Mittelstand und auch bei der, von der öffentlichen Hand, also vom öffentlichen Auftraggeber, sprich vom Staat. Damit hat Bechtle zu kämpfen. Wenn man sich die Aktie anschaut, dann denke ich, sieht man schon, dass die günstig bewertet ist, beziehungsweise scheint, sagen wir es mal so. Sprecht wir immer mal etwas vorsichtig, wenn wir hier den Bereich Gewinn drüber legen und dann den fairen Wert, da sieht man schon, dass die Aktie schon recht günstig bewertet ist hier mit einem unter 20er KGV. Hier sieht man das Ganze auch nochmal. Muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt im laufenden Jahr die Aktie weiterhin nicht so dolle performen wird. Hat halt viel auch mit der aktuellen Wirtschaftslage und der Politik zu tun. Ich hoffe vielleicht, dass nach der Bundestagswahl das Ganze sich dann wieder ins Positive dreht. Was haben wir noch, was ich noch zeigen möchte als Problemkind? LVMH, gut, ist eingeschränkt, ähnlich wie bei Bechtle. Auch die leiden natürlich, aber global
Da habe ich ja auch schon mehrere Videos gemacht unter Kauf, Zurückhaltung und dann noch unter einigen speziellen Problemen, wie beispielsweise, dass Chinesen in Japan kaufen etc. Aber auch hier sehe ich eigentlich langfristig, bin ich weiterhin positiv gestimmt, sonst hätte ich die nicht. EDP Education ist etwas spekulativ, sondern relativ kleine Position. Da habe ich auch schon mehrere Videos zu gedreht. Und was haben wir noch? Lululemon. Lululemon hoffe ich doch hier. Gehen wir mal kurz rein in Aktienfinder. Lululemon auch sehr günstig, jetzt sogar so günstig oder noch günstiger habe ich gesehen als Nike tatsächlich. Das Gewinn war eigentlich immer oder meistens jedenfalls teurer gewesen. Jetzt hat sich das gedreht, jetzt ist, ja gut, hier haben wir Nike ein höheres KGV gehabt, aber meistens war eigentlich Lululemon die teurere Aktie. Na, hier sieht man es eigentlich nicht so richtig. Wir müssen es anders, wir müssen das hier anhand des KUVs machen, da ist es besser. Ja. Hier sieht man, dass Lululemon eigentlich teurer ist, mit einem höheren KUV bewertet war und immer noch ist, aber der Abstand ist deutlich zusammengeschrumpft. Da hoffe ich noch, da setze ich darauf, dass die hier in den Märkten außerhalb Nordamerikas da noch weiterhin erstens weiter stark wachsen, da ist das Wachstum bei um die 20%. Und hier in den USA im Stammmarkt, da war das Geschäft jetzt in den letzten Quartalen relativ schwach. Das heißt, vor allem auch aufgrund von Neuheiten, die nicht so gut angekommen sind und aufgrund eines nicht ganz optimalen Inventarmanagements. Schauen wir mal. Ich hoffe doch, dass die Aktien auch mal wieder anziehen wird. Ansonsten aber im Großen und Ganzen, denke ich, kann man zufrieden sein. Ihr seht ja hier, wie die Performance so ist und man muss sich vergegenwärtigen, dass die Aktien noch nicht besonders viel Zeit gehabt hatten, gut zu performen. Teilweise hatte ich Glück, wie AMD einmal gekauft vor kurzem, gleich 27% im Plus. Das war halt, weil ich sie mit Glück kaufen konnte am 5. August bei Amazon ähnlich, auch 23% im Plus. Das war natürlich wieder Glück gehabt. Gut, was gibt es noch zu sagen? Ich denke, das reicht eigentlich schon. Wir könnten jetzt zum Fazit kommen. Und das heißt, du kannst, wenn du in Qualitätsaktien investierst, oder du kannst auch unter widrigen Umständen, sage ich mal, also, sag's anders, es ist nie zu spät zu investieren. Selbst dann, wenn man glaubt, dass die Märkte schon in Summe eher teuer sind, dann muss man halt vorsichtig agieren, in Tranchen kaufen. Aber das Wichtigste ist immer, in Qualitätsaktien investieren und diversifizieren. Wenn man die beiden Sachen macht, dann ist man langfristig auf der Gewinnerstraße. Und da ist die Strategie völlig egal, die man fährt. Und das könnt ihr ja hier sehen. Also Starterdepot entwickelt sich gut. Seit 2019 das dicke Dividendendepot entwickelt sich hervorragend. Seit Anfang 2023 wirklich hervorragend. Schlägt derzeit sogar den MSCI World. Und die lange, also, und jetzt habe ich euch auch noch das dritte gezeigt mit der Wachstumsstrategie und ist natürlich ein relativ kurzer Zeitraum, den ich da euch jetzt gezeigt habe, aber ich habe euch gezeigt, wie ich es mache und die ersten Tendenzen sind erfolgversprechend und ich glaube davon aus, dass es auch so weitergehen wird. So, ich hoffe, das war interessant. Ich konnte zum einen ein bisschen die Neugier von euch befriedigen, wie das Firmendepot so aussieht und zum anderen auch so ein bisschen allgemeines Wissen vermitteln, was euch dann wirklich auch konkret helfen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao!